Guten Tag, mein Name ist Christian Groß von Groß Immobilien Köln und wir bieten heute eine sehr schöne Dreizimmerwohnung mit Balkon und rund 75 Quadratmetern in Köln-Mülheim, Alt-Mülheim, also unmittelbar in Rheinlage zur Miete an. Wir werden jetzt im Anschluss einmal einen Rundgang durch diese Wohnung machen, damit Sie noch einen besseren Eindruck von der Wohnung bekommen. Sollten Sie bei YouTube sich gerade befinden, können Sie über die Direktverlinkung in der Beschreibung das Exposé aufrufen. Ansonsten, wenn Sie keines unserer neuen Immobilienangebote mehr verpassen möchten, dann können Sie auch gerne einfach ein Abo dalassen. Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme. Vielen Dank und einen schönen Tag. So, wir befinden uns nun in dem Treppenhaus, was zudem frisch gestrichen ist, man riecht es also auch noch. Und die Dreizimmerwohnung hier in Köln-Mülheim ist gerade selbst in der Renovierung. Man sieht also jetzt noch alles abgeklebt, aber der erste Anstrich ist auf jeden Fall schon Erfolg. Ja, die Wohnung hat ganz geradeaus die Tür mit dem Fenster drin, das ist das Badezimmer, links die beiden ersten Türen, die man hier sehen kann, sind zwei Schlafzimmer. Ganz hinten rechts geht es ins Wohnzimmer und links vor dem Bad in die Küche, wo man dann auch den Balkonzugang hat. Die Zimmer hier auf der linken Seite, die sind zum sehr ruhigen Innenhof ausgelegen. Wobei man fairerweise sagen muss, die Deutz-Wilhelmer Straße ist in diesem Bereich sowieso verkehrsberuhigt. Es ist also sowieso auch vorne raus nicht besonders laut. Schon mal einen kleinen Blick in den Innenhof. Zwischen zwei Räumen, diesem hier und dem Nachbarraum, gibt es eine Verbindungstür. Ob man sie nutzt oder braucht, ist dann was anderes. Aber es ist unter Umständen ganz praktisch. Hier dieser Raum ist auch deutlich größer. Also in dem wir gerade waren, ist im Grunde genommen der kleinste von den drei Räumen. Und hier, der ist im Grunde genommen auch sehr interessant geschnitten. Hier hat man dann schon ein doppelflügiges Fenster. Die Wohnung wurde von den Eigentümern vor dieser jetzigen ausziehenden Vermietung modernisiert. Man sieht also hier, glatt verputzte Wände sind grundsätzlich vorgesehen worden damals und eben auch der Echtholz-Dielen-Parkettboden. Und nochmal einen Blick zurück, weil wir jetzt ja aus dem anderen Eingang oder Wohnungstür rausgekommen sind. Vorne rechts mal rein. Und hier wäre jetzt klassisch das Wohnzimmer. Es ist dann der größte Raum. Bietet sich also für die meisten dann an. Hier vorne raus auch dann mit einer Rolllade. Und hier ist eben das Schöne, man hat schon den Rheinblick hier einmal rüber. Da sieht man schon die Hafenstraße, die Rheinpromenade, der Jugendpark fängt hier vorne an. Also im Grunde genommen schon eine sehr schöne Lage der Wohnung. Und dann kann man hier auch immer sehr schnell im Grünen bzw. in die Innenstadt kommen, ohne dass man groß mit dem Rad oder zu Fuß mit Autos in Verbindung kommt. Ja, hier geht es in die Küche. Der Mieter hat also hier selber eine Küche eingebaut. Es ist noch nicht ganz klar, ob er sie jetzt mitnimmt oder nicht. Gegebenenfalls kann man die Küche auch vom Mieter übernehmen. In der Sanierung der Wohnung ist damals hier eben auch die neue Gastherme von Weiland eingebaut. Also von daher zumindest energetisch wurde viel gemacht. Fenster sind auch moderne, doppelverglaste Kunststofffenster. Ja, und hier hat man einen ganz schönen Blick nach draußen in den Innenhof. Und dann auch ganz praktisch gibt es hier auch noch einen Abstellraum, wo man dann eben auch die verschiedensten Sachen unterbringen kann. Dann gehen wir nochmal in die Küche und schauen uns zum Schluss noch das Wannenbad an. Das ist das Einzige, was am Ende jetzt noch nicht modernisiert worden ist. Da sieht man also auch am grünen Design. Man hat natürlich das Waschbecken damals neu eingebaut, eine neue Toilette gesetzt gehabt. Aber ansonsten Fliesen und der Handtuchheizkörper ist auch neu gekommen. Ja, hier oben ist dann auch so ein Oberlicht zur Küche hin, sodass eben auch natürliches Licht reinfällt.
Ja, das ist im Grunde genommen das noch offene Projekt der Eigentümer bei dieser Wohnung. So, schauen wir mal gerade ins Wohnzimmer rein. Ja, wenn Sie Interesse an dieser Dreizimmerwohnung mit Balkon in Köln-Mühlheim in direkter Rheinlage haben, dann setzen Sie sich sehr gerne mit uns in Verbindung. Mein Name ist Christian Groß. Vielen Dank und einen schönen Tag.